Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute mal wieder Clickert auf dem Plemmunity Server. Und ich habe mal wieder keine Ahnung, auf welcher Map wir spielen. Da steht das gleich im Chat. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann gucke ich mal, wie die Map heißt, weil das ist dann ein bisschen besser, wenn ich weiß, wie die Map heißt. Wie hat sie das denn bekommen? Wie bekomme ich überhaupt was? Jetzt was in 6 Klicks bekomme ich alles gut. Für die Runde. Ein Blitzteil, komplett Eisenrüstung, Eisenschwert. Das wäre richtig überpowered. Aber das ist glaube ich nicht möglich, dass man sofort alle bekommt, außer wenn ich das einfach mal so mache. Heute habe ich so eine Runde gespielt und auf einmal in der Schutzzeit, die noch 1 Minute 40 gedauert hat, steht dort in meinem Chat, dass irgendeiner eingetötet hat. Ich frage mich, wie ich das hinbekommen habe. Oder ist ein guter Problem? Finde ich voll nervig, dass der immer trotzdem noch geklickt wird. Auch schwer. Bist du dahin? Jetzt war doch nicht so schlau von mir, dass ich da so komisch gekauft hab. Ich bekomme jetzt klar einen besseren Schlaf, schon geschafft, damit ein also der hatte halt noch volle Leben, hat den dann komplett runtergehauen mit einem einzigen Lava-Eimer, obwohl der ein bisschen Rüstung hatte, aber nicht so gute halt. Sonst wäre halt nicht so schnell gestorben. Mal gucken, ob ich das diese Runde auch hinbekommen werde. Und im letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich ein neues Mikrofon zu Weihnachten versuche zu bekommen. Und das Mikrofon ist schon angekommen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Weihnachten ist. Und dann habe ich vielleicht bessere Tonqualität. Und vielleicht sage ich nur, weil es könnte sein, dass ich noch irgendwie was umstellen muss. Und ich weiß halt nicht, was ich da umstellen muss. Das wird dann etwas schwierig. Gut, der hat eigentlich schon gute Rüstung. Ich habe eine Langsamung. Ich kenne mich mit dem Power-Up hier nicht so richtig aus. Ich jetzt einfach mal so doof sein. Das ist ein Goldapfel. Goldapfel. Das war schon gar ein bisschen gemein von mir, dass ich den Kill einfach abgestoppt habe. Ich wollte halt einfach nur zum Spaß da mit eingreifen und dann auf einmal kriege ich den Kill noch. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich mache einfach so, ich gebe dem Gegner Verlangsamung und dann, wenn er gutes Equipment hat, dann mache ich noch hier dieses extra Herzen. Oder ich lasse den verbrennen. Wenn ich das hinbekommen werde, könnte auch sein, dass ich es schaffen werde mit dem Verbrennen, aber ist ja auch egal. Oder ist ja gut. Und aber einmal getroffen. Und der brennt schon. Jetzt steht er im Lava, in der Lava. Oh Mist. Der Lava kommt hier mit. Tot. So, was mache ich denn jetzt? Ich tue ja vielleicht nur einfach alle Sachen aus. Und wie ist das mit dem Nerd? Ich spiele immer nur irgendwie Clickets, so Leute, die jetzt nicht so mitkommen. Also kommt mir so vor, weil ich bin ja schon beim Stats her
diese Leute da oben erschrecken mich immer, diese komischen... Keine Ahnung, was es ist, auf jeden Fall... Die erschrecken mich immer zu Tode. Dann denke ich immer, oh nein, da ist einer, oh nein, da ist einer. Und dann auf einmal ist da doch keiner, weil die dann auf einmal wieder weggehen. Das erschreckt mich immer richtig. Einfach mal die drei Klicks mitnehmen, was überhaupt nichts bringt. So. Es könnte sein, dass ich die Runde gewinne. Das war eine sehr, sehr hohe Chance. Aber ich will jetzt halt mal nicht zu viel sagen. Bist du nicht so wirklich? Da unten ist er doch. Okay, der ist auch nicht so gut. Okay. Gucken, ist der Pfeiler überhaupt so. Okay. Gut, der ist aber richtig knapp. Und ja. Zum Glück habe ich den bekommen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei der nächsten Runde. Und wir spielen jetzt auf der Map Viking Village. Also, Map Viking Village. Und ich habe von Feuerblock. Gut, dass ich den gesehen habe, weil sonst stimmt in den Kommentaren, dass ich den gesehen habe. Gut, hier sind sehr viele Klicks für mich alleine. Das ist sehr schön. Okay, da ist ein Loch gewesen, aber ich will da nicht reingehen. Sonst komme ich da nicht mehr raus. Das wäre auch sehr, sehr nervig, finde ich. So, die Friedenszeit ist auch schon gleich zu Ende. Also gleich zu Ende. Das dauert ja ein bisschen. So, da war gerade ein Spieler, habe ich gerade gesehen. Bald habe ich Ferien endlich. Das heißt, ich versuchen werde, dass meine Videos ein bisschen besser geschnitten sind. Weil ich mache es einfach so. Ich schneide die Videos. Dann tue ich halt noch ein paar Effekte rein. Dann fertig. Dann halt noch Musik hinterlegen. Sonst mache ich eigentlich nichts. Sonst mache ich halt nicht so heftige Effekte, sondern halt einen Übergangseffekt, damit das nicht... Damit ihr halt wisst, wann eine neue Runde beginnt und so. Wenn das Video zu Ende ist. Weil manche Leute machen das halt nicht. Also die tun einfach nur das ungeschnittene einfach rein. Das wird ganz, ganz früher gemacht, als ich YouTube angefangen habe. Also halt vor 5 Monaten ungefähr. Das hat sich halt so gemacht. Und das will ich halt nicht machen, weil ich das eben nicht so toll finde. Einfach das ungekattete auf YouTube hochladen. Weil ich finde dann... Ich nicht so übertrieben viel über die Videos. Das ist halt in meiner Meinung. Es gibt halt Leute, die auch meine haben. Das weiß ich auch. Aber es ist ja egal. Ich bin ja
ich halt immer alle Runden gewinne. Ihr denkt sicherlich, ihr kennt ja meine PvP-Skills, die sind halt nicht so gut. Und da denkt ihr sicherlich, ich kratze die Runden raus, die schlecht gelaufen sind. Aber es ist nicht so. Hier auf ClickIt sind halt nicht so gute Spieler. Und deswegen gewinne ich halt die meisten Runden. Ich kratze halt nur die Runden raus, da wo ich halt keinen einzigen Kill gemacht habe und wo ich halt sofort am Anfang gestorben bin. Das ist halt, dann mache ich das halt so, weil das ist ein bisschen langweilig für euch zu sehen, wenn ich halt die ganze Zeit nur sterbe. Wenn ich ein Anfänger wäre, dann würde ich das machen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich versuche hier diese Sets mit Klaus, aber ich habe schon alle gefunden davon. Aber egal, das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auf Dungeon da lassen. Das würde mich wie immer sehr freuen und ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüssi.